Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So schön hell draußen. Und trotzdem flackern meine Bildschirme. Warum flackern meine Bildschirme? Ich dachte, es ist immer nur, wenn ich das aufnehme. Ich flackern immer. Wenn ich es hell mache, dann flackern sie immer noch. Oh, hier ist dunkel. So. Weiter mit unserer Fahrt. Ins Ungewisse. Wow. Gar keine Ladezeit. What the hell? Was war das gerade? Ich meine, mir ist ja schon öfters aufgefallen, dass er teilweise an Stellen lädt, wo es keinen Sinn macht. Und teilweise an Stellen nicht lädt, wo es Sinn gemacht hätte. Aber dass er gar nicht lädt, oder würde mich jetzt schon ein bisschen. Oh. Da vorne sind rote oder orange Schilder. Das klingt nicht sehr gut. Road work ahead. Na, war ja klar. Meine erste Markierung. Oh, ich habe den mitten in der City gesetzt. Ups. Lol.
wünschte mal, ich würde mal Rastplatz kommen oder so. Ha! Langsam wird's dunkel. Das ist mal so eine richtige lange Straße, nur durch Steppe. Hat das schon. Das hat schon wirklich American Feeling. The American Dream is right under my wheels. Meine Nase juckt aber auch jetzt gerade, ey, mal. Habe ich gerade außer den Staubwurzel eingeatmet oder was? Ist ja schlimm, ey. Ah, da oben ist ein Wasserspender und ein Gebäude, wie es aussieht. Hoffentlich ist dann auch ein Rastplatz. Denn langsam wird spät. Man sieht sogar schon die Sterne. Das ist nicht gut. Ja, das ist ein Rastplatz. Yay. Und sogar eine Tankstelle. Nice. Der gute alte Zapfahren. Deine Mutter. Warum plug in die Einfahrt? Ah, die ist die Einfahrt. Hier ist die Einfahrt. Jetzt kommt da natürlich super schlecht raus, weil es ja super dunkel. Und ich muss aber eigentlich. Obwohl, ich kann auch ohne wenden. Ich kann auch hier auf dem Platz wenden. Ich muss nur hier einmal ordentlich. Und jetzt hier einmal hart. Das finde ich so ein bisschen blöd, dass man seinen Kopf nicht so ein bisschen nach vorne schräg dingsen kann. Ich sehe einen Scheiß, aber scheint alles frei zu sein. Sehr gut. Na, jetzt nicht mehr. Er blinkt doch nicht gleich, Junge. Alles, was ich will, ist ein bisschen Liebe. So, und hier geht's gleich. Ach, hier auf die Sandfläche. Okay. Wie soll man, bitteschön, bei dem Deckenflut da ordentlich schlafen können? Vor allem bei unten ist ein Lichtkegel, obwohl zwei Lampen sind. Ja, moin.
Naja, 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 naja. Nicht weiter drüber nachdenken, Ronny. Nicht weiter drüber nachdenken. Nein! Verdammt, ernsthaft? Okay, drei Wetterpen. Naja. Wenn ich jetzt mal pennen gehe, ist es gerade wieder dunkel, ne? Egal. Jetzt komm, fahren wir noch ein Stück, bis es wieder dunkel wird. Jetzt wäre es schon wieder 18 Uhr, aber hey, was soll's. So. Was? Achso. Ja, ja. Straße ist frei, Straßenform ist auch frei. Freie Bahn, Mozzi-Bahn. Ah, schon wieder World Work Ahead. Diese Schilder immer fast mit auf der Spur stehen müssen. Alter. Das ist doch gefährlich. Schnell noch die Bremsen ölen. Hier geht's bergab. Oh, ist eine Lücke in der Straße. Ah, nee. Das ist bloß ein bisschen Sand. Alter! Ernsthaft, hier 70? Wollt ihr mich verarschen? Holy Wackamoli. Oh, da kommt ja von vorne. Ja. Deswegen brauchen wir LOD. Weil von hinten habe ich nur den LKW wieder vorne erkannt. Das ist halt immer das Problem, ne, wenn die Grenze, an denen die Autos generiert werden,
näher ist, als man Strecke braucht, um zu überholen. Ja, da denkt man halt, die Strecke ist frei. Setzt den Überholen an und dann spawnt auf einmal ein Auto. Oder war wirklich schon das Auto, ich hatte einfach echt übersehen. Aber eigentlich habe ich extra geguckt gehabt, ob da was kommt. Naja. Vielleicht nicht gut genug. Also auch eine schöne Gegend. Also wird schon wieder dunkel. Also beim nächsten Rastplatz fahren wir direkt wieder rein. In Hoffnung, dass ich wieder aufwache, wenn es gerade regnet. Scheiß Wetter. Aber das ist halt das Schöne, ne? Wir machen jetzt quasi so wie im echten einfach Urlaub. Das heißt, wir können einfach so lange pennen, wie wir wollen. Ne? Wenn wir aufwachen und merken, ja, scheiß Wetter. Ja, dann setzen wir uns halt aufs Bett, spielen ein bisschen mit dem Laptop und warten, bis das Wetter wieder gut ist oder so. Irgendwie sowas. Wir haben keinen Zeitdruck mehr. Ja. Und währenddessen verdienen unsere Mitarbeiter einfach mal 500.000. Wollt ihr mich verarschen, ey? Tja, die Tankstelle wäre da, aber kein Rastplatz. Geht's vielleicht? Ah ja, hier ein bisschen abseits gibt's was. Und wie es aussieht, auch das. Ja, kommt doch von hier vorbei. Das sieht cool aus. Wieso darf ich hier 70 fahren? What the fuck? Am Ortseingang war doch Schild mit 25. Ja, ich fahre lieber 25. Die anderen scheinen auch 25 zu fahren, also fahre ich lieber bei 25. Na gut, der LKW fährt aber 70. Naja, nicht ganz, aber.
Wesentlich schneller als 25 auf jeden Fall. Warum? Guck mal, da vorne darf ich jetzt wieder 35, falls aus der Stadt wieder rausgeht. Also schneller werden müsste. War also kein Grund, dass ich bis jetzt 70 hätte fahren dürfen. Kann ich hier rein? Ja. Ah, drin. Hier ist auch wieder 25er Schild. Und kein 70er Schild weit und breit erkennbar. Also bleiben wir bei 25. Ob ich hier auf der anderen Seite irgendwas sehe, ist mit 70, aber... Na? Macht nicht wirklich Sinn. Aber guck mal, da ist nochmal ein Schild. Aber auch da ist 25, ja, Piste. Also war da definitiv 25. Kannst du mir sagen, was du willst? Mir ist mir scheißegal. So. Oh, danke. Und dann kommen wir hier kurz. Oder eigentlich nicht. Auf jeden Fall machen wir hier Vollpause. Na dann, bis zur nächsten Folge.